Der FC Bundestag, neben der Nationalmannschaft tatsächlich der einzige Verein, der in den offiziellen Nationaltrikots spielen darf. Politiker aller Parteien kicken hier und bestätigen damit, Fußball verbindet. Der FC Bundestag ist eine Mannschaft von CSU bis Linkspartei. Und man versteht sich, man duzt sich auf dem Platz selbstverständlich und trinkt hinterher ein Bier miteinander. Das ist eigentlich das, was Parlamentarismus insgesamt sein sollte. Sich erstens nicht ganz so wichtig nehmen, auch die Fähigkeit, mit nahezu allen zum Kompromiss zu haben. Der Gegner diesmal ist der FC Diabetologie samt prominenten Trainer Christoph Daum. Mit dem Charity-Match soll auf die steigende Anzahl von Diabeteskranken aufmerksam gemacht werden. Ganzer Körpereinsatz auf beiden Seiten. Die Zuschauer erwartet eine hochspannende Partie. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der Nationalmannschaft, aber immerhin. Bei Schlusspfiff liegen dann aber doch die Diabetologen mit 4:3 in Führung und gewinnen damit haarscharf gegen die Mannschaft in den GroKo-farbenen Leibchen, den ersten FC Bundestag.